Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Anna, die Jägerin, auf Wunsch von Honey. Es hat sehr lange gedauert, alle rennen in dieselbe Richtung. Ich durfte für Honey. Hallo. Irgendjemand treffe ich? Nein. Ich dachte, er weicht aus. Der ging drauf, super. Honey war sehr geduldig mit mir. Okay, ich lade nicht erst nach. Denn dieser Wunsch steht schon sehr lange im Raum. Honey hatte sich gewünscht, dass ich eine Runde Jägerin so spiele, dass es für mich gut ist. Eigentlich hat sie sich gewünscht, dass ich ein Tutorial mache, aber ich bin nicht gut mit der Jägerin. Aber jetzt habe ich auch noch zwei Dailies mit ihr. Ich habe ein bisschen geübt und überlegt, wie ich das machen kann am besten. Und ja, jetzt bin ich hier auf einer Indoor-Map. Achso, sie ist da oben hoch. Und da in die Ecke. Ich würde gerne mein Perk-Bild erklären, aber ja, tödlicher Verfolger hatte ich dabei, deswegen habe ich die Überlebenden am Anfang der Runde gesehen. Ah. Das war zu übersteuert. Sie hat nur die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Haha, deswegen treffe ich da doch an. Tödlicher Verfolger macht, dass ich die Überlebenden am Anfang der Runde sehe. Außerdem sind alle meine Aura-Wahrnehmungsperks verlängert durch tödlicher Verfolger. Ich habe als Wahrnehmungsperk außerdem noch Dunkelheit hier, Darkness Reveals mit, von der Dretsche. Und das macht es, wenn ich einen Schrank öffne, mir die Aura der Überlebenden angezeigt wird, die sich in der Nähe eines Schranks aufhalten. Auf dieser Map natürlich unglaublich stark. Ah, flink. Oh. Ich habe die Daily, die Überlebenden lange zu jagen, und außerdem habe ich die Daily, die Überlebenden mit einer Axt zu treffen. Wegpacken wieder. Ich habe das Add-on dabei mit dem Fuchs. Dann wirst du M1'd. Der Fuchs macht das immer, wenn ich in einen Schrank reingucke. Immer wenn ich in einen Schrank reingucke und nachlade, also ich muss nachladen, bin ich unentdeckbar. Also ich habe keinen Terrorradius. Die Jägerin hat natürlich trotzdem noch. Niemand ist in der Nähe eines Schrankes. Die Jägerin hat trotzdem noch ihr Lead-Terrorradius. Ich habe noch überladen dabei. Das brauche ich jetzt mal drauf. Hallo. Aber es irritiert die Überlebenden halt trotzdem. Ach so, er hat den angefasst nebenbei. Ich verstehe. Ich versuche mal abzukürzen hier. Ich lade mal nochmal nach, dann wird mein Add-on nochmal aktiv. Und ich sehe eventuell die Aura. Ja, da hinten ist er und er hockt sich da in die Ecke. Ist hier die Tür offen? Nein. Oh nein, ich wollte gerade sagen, so als Tipp, wenn man anfängt, Jägerin zu spielen, so wie ich jetzt, dann ist es immer gut, wenn man die Überlebenden versucht, an Fenstern und Paletten zu treffen, nicht auf offenem Feld. So auf gerader Strecke ist halt auch gut, da können die nicht so sehr ausweichen. Ich will auf jeden Fall mit der Axt treffen, das war ein Fehler von mir. Aua. Aber immer wenn die Überlebenden so an der Palette sind, kann man so einen kleinen Schritt zurückgehen und dann versuchen die mit der Axt zu treffen. So, da sehe ich jemanden. Sie wird jetzt die Palette hier ziehen wollen. Ja, das ist ein guter Spot zum Schlagen. Und das Gute ist mit der Jägerin,
Sie ist jetzt weitergerannt. Nee. Ist die Abklingzeit. Wohin ist sie gegangen? Wenn man mit der Axt trifft. Disconnected. Aber der hat schon die ganze Zeit einen schlechten Ping. Ich denke, das liegt daran, nicht an meinem guten Gameplay. Ja, Überladen ist als einziges Regression-Perk bei mir dabei. Eiserne Jungfrau, damit öffne ich die Schränke schneller, ist ein Must-Have auf der Jägerin. Ich höre hier jemanden jammern. Aber ich sehe niemanden. Gerade mit dem Add-on zusammen wahnsinnig gut. Und mit Darkness Reveals zusammen. Denn so bin ich, als Jägerin bin ich ja sowieso immer an die Schränke geknüpft. Ich muss immer wieder nachladen. Der ist fast fertig. Oh, und ich bin hier in eine Sackgasse gelaufen. Ja, der ist fertig. Ja, und so nah drauf. Wenn man so ganz eng drauf ist, dann kriegt man auch eher mal eine Axt drauf als so ein Skillshot. So um die Ecke werfen, das können nur die Profis. Oh. So. Puh. Ich habe 3 Fangs jetzt noch übrig. Ich weiß nicht, welche wie oft schon hingen. Aber ich denke, das Risiko sind die Fangs selbst eingegangen. Ich habe nicht vor, hier unbedingt mit dem 4K rauszugehen. Aber so ein paar schöne Treffer wären doch nett. Und meine Dailies schaffen wäre auch nett. Die haben da hinten einen 3-Gen, aus dem ich mich gleich mal nicht mehr rausbewegen werde. Aus dem ich mich gleich mal nicht mehr rausbewegen werde, habe ich gesagt. Scratchies überall. So. Weitere Tipps, die ich so für den Anfang geben würde, auch mir selber, die ich mir angelesen habe, sind Aura-Wahrnehmungs-Perks sind Freunde der Jägerin natürlich am Anfang, weil man den Hit dann eher im Voraus mal planen kann. Das heißt, wenn man jemanden sieht, kann man eher mal die Axt um die Ecke schon ziehen. Und außerdem ja, nicht jeden Hit immer mit der Axt. Habe ich das erzählt? Also, wenn man mit dieser Axt hier wirft, hat man eine geringere Abklingzeit, als wenn man mit M1 zuschlägt. Deswegen ist es cool, den ersten Hit mit der Axt zu bekommen. Und eigentlich auch den zweiten. Das machen ja viele Jägerinnen, die im Keller stehen bleiben. Die werfen nur die Axt, weil die Abklingzeit geringer ist. Das ist ganz schön schwierig. So, außerdem, aha. Du willst mich wegführen. Aha. Okay, die soll sich mal wieder heilen. Ich möchte bei meinem 3-Gem bleiben. Da gehen 2 süße Fangs dran. Oh, und sie ist richtig doof gelaufen. Und sie liegt jetzt. Gut für mich. Und dann kommst du hier an meinen schönen Haken. Wo ist der? Wo ist der? Da. Sie ist tot. Alles klar. Dann lade ich mal wieder nach. Der Haken in der Mitte ist jetzt leider weg. Das habe ich nicht gewusst. Genau. Und wenn man lernen will, mit der Huntress so Skillshots zu machen, Wahrnehmungsperks sind dabei gut. Und man sollte nicht von Anfang an den Gürtel mitnehmen, der einem mehr Äxte verschafft. Weil man sich sonst nur daran gewöhnt, dass man mehr Äxte hat die ganze Zeit über, ne? So, sie geht hier nach rechts und läuft mir rein. Hallo. Ah, was war das? Das war richtig schlecht. Ich hatte überlegt, abzubrechen und dann habe ich sie nach unten gedrückt. Wusstest du, dass du wieder in 3-Gen reinläufst? Okay.
zu predikten, wo sie lang gehen, das ist auch noch so eine Sache. Ja. Das lernt man auch nur mit der Zeit. Und diese Map ist gar nicht mal so verkehrt für mich. Nee, da habe ich zu lange gewartet. Man ist langsamer im Laufen, wenn man die Axt in die Luft hebt. Der war richtig schlecht. Da hätte ich drauf warten können. Das hätte ich mitnehmen können. Ich gehe mal wieder in meinen 3-Gen und lade vor allem nach. Unentdeckbar jetzt wieder. Feng kann sich mal ruhig hochheilen. Der Gen hier rechts ist leise. Hier arbeitet eine Feng dran. Die im Kreis läuft, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Hallo. Dann M1 ich dich mal wieder. Okay, und da muss ich jetzt ganz geduldig darauf warten, dass sie durch ein Fenster hüpft zum Beispiel. Oder eine Palette zieht. Also wie gesagt, ich bin kein Profi. Die Tipps könnten auch total total schlecht sein gerade, die ich hier gebe. Aber das ist so das, was ich mir hab sagen lassen. Wahrnehmungsperks, Abklingzeit von der kleinen Axt, von der Wurfaxt ist geringer als die von dem M1. So, also direkt ach nein, sie konnte selbst sich anhucken. Cool. Okay. Hallo. Schade. Wow, der war gut, der war gut, der war gut. Darf ich dich aufheben? Danke. Wir versuchen mal an den Haken da zu kommen. Ich weiß ja, mein Lieblingshaken in der Mitte ist schon weg. So. Sie darf nochmal hängen. Ich lade nochmal nach. Und gucke mich nochmal um und sehe, da hinten ist die Feng. Die Perk-Kombination ist halt richtig gut, ne? Dass ich Schränke schneller öffne. Sie ist doch links an mir vorbei. Ich dachte, sie ist jetzt rechts lang, weil sie mich gesehen hat. Ich schneide ihr mal den Weg hier ab. Okay, sie liegt. 21. Oh, mache ich das jetzt echt? Ich weiß doch niemals mehr. Ach, die macht sowieso jetzt den Gen nicht mehr an. Wo die andere liegt, wollte ich sagen. Und das machen wir auch nicht, ne? Wir tunneln nicht, auch wenn das jetzt hier so eine offensichtliche Nummer war. So, ich komme ganz gut ins Schwitzen. Aber ich bin ganz zufrieden mit der Runde. Honey, ich hoffe, das ist kein Tutorial, aber so ein paar kleine Tipps, die vielleicht auch nicht gut sind, habe ich im Gepäck. Und das ist so das Perk-Bild, was ich gerade favorisieren würde, um mit der Jägerin besser zu werden. Weil, wie gesagt, an Schränken muss ich sowieso gehen. Also nehme ich doch alles mit, was an ihr hier gut ist. Wie gesagt, oben die eiserne Jungfrau. Hallo! Versuchen wir nochmal mit der Axt, oder? Mit der hier. So, wie gesagt, am Fenster ist ganz gut. Puh! Krass. Das war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe auch mehr Hits drauf gekriegt, als ich dachte, gerade auf dieser Map. Ne? Da könnten die sich ewig verstecken. Ich brauche leider die Punkte, sorry. Sonst hättest du eventuell die Luke gekriegt. Ja, aber diese Skillshots, die... Also, da braucht man mehr Übung. Kann ich da oben gegen Fernseher werfen? Bungs. Oh ja, das macht coole Geräusche. Ja, es gibt noch viele weitere Perks, die cool auf hier sind. Ich habe beide Dailies geschafft. Triff mit der Jägerin einen Überlebenden viermal mit einem Ballwurf und jage die Überlebenden 180 Sekunden als Jägerin. Beides geschafft. Habe ich sie auch 240 Sekunden gejagt? Ich habe sie sogar 240 Sekunden lang gejagt. Klasse. Ein richtig gutes Perkbild hatten die dabei hier.
zwei sehr gute. Ja, die waren gut ausgerüstet. Also es ist gar nicht so schlecht gewesen. Doch, ich denke, es war eine solide Runde von mir. Es gibt viele weitere Perks, die auf ihr gut sind. Vielleicht übe ich sie noch ein bisschen und zeige euch das mal. Aber ja, diese Beilwürfe gut hinzukriegen. Ihr habt ja gesehen, wie oft ich einfach übersteuert habe. Das muss gelernt sein. Ich bin trotzdem ganz zufrieden. Ich sage GG und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße nochmal an Honey. Und bis dann. Ciao.